Wenn die Stimme versagt, wir klopfen. Heute soll es noch meinen Lesemonat, Schrägstrich, meine Neuzugänge geben vom Januar. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Da ich alle Bücher, die ich im Januar bekommen habe, quasi auch im Januar gleich gelesen habe, dachte ich mir, sparen wir uns einfach mal das Neuzugänge-Video, weil ich zeige euch sonst exakt die gleichen Bücher wie im Lesemonat. Und das macht irgendwie keinen Sinn. Ein Buch ist im Januar bei mir eingezogen, das habe ich jetzt noch nicht gelesen. Und zwar ist das dieses hier, Stolen Love von Rose Bloom. Das ist das aktuelle Buch von Rose und ich bin schon sehr gespannt auf dieses Buch. Wir werden im Februar auch noch ein Hangout mit Rose machen auf dem Kanal von der lieben Sina, also von Wörtern gefesselt. Und da werde ich dann aber nochmal zu gegebenem Zeitpunkt was dazu zu euch sagen. Und ja, das ist das einzige Buch, was bei mir eingezogen ist, was ich noch nicht gelesen habe, was ich jetzt aber definitiv im Februar noch lesen werde. Und zwar auch, bevor wir das Hangout machen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Das erste Buch, was ich im Januar gelesen habe, ist dieses hier. Die Entscheidung des Flammenmädchens von Samantha Young. Das ist der dritte Teil der Flammenmädchenreihe. Einer fehlt mir jetzt noch. Und ja, in diesem Buch geht es immer noch um Ari und die Jin. Und Ari muss immer noch mit ihrem Schicksal zurechtkommen. Und dann gibt es ja dort noch den attraktiven Jin Jay, der ihr Herz quasi im Sturm erobert hat und der aber nichts von ihr wissen möchte. Und ja, und Ari muss halt immer noch diese ganzen Schwierigkeiten überwinden. Und dann ist es ja so, dass ihr bester Freund Charlie in einen Hexenmeister verwandelt wurde, der damit aber nicht so ganz zurechtkommt. Und ja, Ari da auf jeden Fall auch auf ihn noch mit aufpassen muss. Und ich kann zum Inhalt ansonsten nicht weiter wirklich was sagen, dass der dritte Teil ist und ich euch sonst komplett den Inhalt spoilern würde. Aber ich muss sagen, der dritte Teil hat mir auch wieder ganz gut gefallen. Ich finde ja im Allgemeinen diese ganze Reihe nicht so überragend. Es ist eine nette Jugend-Fantasy-Geschichte und mit diesen Djinns ist das auch echt mal eine Abwechslung. Aber ansonsten ist diese Reihe ganz nett zu lesen, aber es ist jetzt halt nicht der Reiser, ne? Die Bücher sind auch nicht ultra dick, also um die 250, 300 Seiten. Das heißt, dass man sie auch sehr, sehr schnell liest, denn die Schrift ist auch echt relativ groß. Und ich finde, man hätte diese ganze Reihe auf 3 Bände auf jeden Fall abkürzen können. Also der vierte Teil ist irgendwie ein bisschen unnötig, meiner Meinung nach. Aber naja, gut, so ist das halt. Ja, aber auf jeden Fall ist die Geschichte im Ansatz mit diesem Djinn einfach mal was anderes und einfach mal eine schöne Abwechslung. Ich werde den vierten Teil auf jeden Fall auch noch mitlesen, da ich ja wissen möchte, wie das Ganze ausgeht. Und außerdem ist es eine Geschichte von Samantha Young. Das heißt, der Schreibstil ist ganz, ganz toll und ich mag ihn total und ich mag die Charaktere, die in diesem Buch vorkommen, auch total. Aber es ist ja, wie gesagt, eine Geschichte, die mich jetzt nicht so vom Hocker reißt. Aber sie ist echt ganz nett so zu lesen. Dann habe ich im Januar endlich mal noch eine Subleiche mitgelesen und zwar Everflame Tränenfahrt. Das ist der zweite Teil der Everflame-Reihe oder wie es im Englischen heißt, Witches Do Not Die Quietly. Dieses Buch lag ein Jahr lang bei mir jetzt hier im Regal mit rum und ich dachte mir so, jetzt komm, jetzt musst du es endlich mal mitlesen. Und was soll ich sagen? Ich fand den zweiten Teil definitiv besser als den ersten. Also so viel kann ich sagen. Hier waren Wendungen drin, die sehr, sehr überraschend waren. Und auch das Ende gerade fand ich sehr interessant und dachte so, nein, jetzt muss ich den dritten Teil definitiv auch noch lesen. Verdammt! Zum Inhalt kann ich nicht viel sagen. Es geht hier immer noch um Lilly, die ja von der Hexe Lilith in eine Parallelwelt geholt wurde, in der es Hexen und Zauberer und Magie gibt. Und Lilly hat dann im ersten Teil versucht, eigentlich nur wieder nach Hause in ihre Welt zu kommen. Ihr gelingt es dann am Ende auch, aber sie ist nicht alleine zurückgekehrt. Und Lilly merkt im zweiten Teil, dass die Magie jetzt ihr irgendwie in ihre Welt mit gefolgt ist und tut dann am Ende in die Parallelwelt von Lilith zurückkehren müssen, weil dort etwas ganz, ganz Schreckliches passiert ist und Lilly das aufhalten muss. Und ja, mehr möchte ich zum Inhalt ja auch nicht verraten, denn sonst spoilere ich auch einfach viel, viel, viel zu viel. Und ich kann nur sagen, wie gesagt, dass der zweite Teil mir besser gefallen hat als der erste. Die Handlung hier war um einiges schlüssiger. Im ersten Teil waren auch sehr, sehr viele Logikfehler drin. Und ja, das war hier einfach alles besser gemacht und besser gelöst. Und ich mochte auch die Charaktere definitiv mehr. Ich konnte Lilly sehr, sehr gut verstehen. Ich konnte Rowan teilweise nicht verstehen. Aber so ist das halt manchmal. Ansonsten, wie gesagt, Charaktere fand ich gut. Setting fand ich auch wieder richtig gut. Also es gibt ja, wie gesagt, unsere normale Welt, in der das spielt. Und dann gibt es ja diese Parallelwelt, wo auch alles ein bisschen anders ist und wo auch alles ein bisschen anders aussieht und aufgebaut ist. Und auch das fand ich wirklich wieder sehr, sehr cool. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf den dritten Teil und ja, bin gespannt, wie das Ganze am Ende ausgeht und habe endlich den zweiten Teil gelesen. Wuhu! So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz den Akku wechseln und ja, wie gesagt, ich bin froh, dass ich den zweiten Teil von Everflame endlich gelesen habe und freue mich jetzt auf den dritten. Dann kann ich diese Reihe nämlich auch endlich beenden.
Das ist so schön, wenn man eine Reihe beendet. Ja, ich werde versuchen, mich in diesem Video wirklich sehr, sehr kurz zu fassen, denn ich habe im Januar wieder einige Bücher gelesen. Und ja, damit dieses Video einfach nicht wieder so unglaublich lang wird, machen wir weiter mit dem nächsten Buch, was ich gelesen habe. Und zwar war das dieses hier, Dare to Love, 7 aller Anfang ist Küssen von Carly Phillips. Das ist der 7. Teil der Dare to Love-Reihe und in diesem Buch geht es um Avery. Avery ist die eine Schwester von den Dare-Geschwistern. Und Avery hatte eine Jugendliebe und die Jugendliebe hieß Gray Kingston. Gray hat sie dann aber leider verlassen, weil er seinem großen Traum nachjagen wollte und ein berühmter Rockstar werden wollte und das hat er auch geschafft. Und jetzt ist es so, sie sind beide 25 und Gray ist an einem Punkt in seinem Leben, wo er merkt, dass etwas fehlt. Und ihm fehlt einfach Avery und er möchte sie gern zurück. Und so nimmt er Kontakt wieder zu Avery auf und versucht sie zurückzugewinnen und Avery hatte aber ziemlich viele Zweifel auch dran und weiß nicht so recht, wie sie damit umgehen soll und ob die beiden am Ende wieder zueinander finden und diese Probleme überwinden können oder halt auch nicht. Das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und ich muss sagen, dass mir der 7. Teil der Dare to Love-Reihe wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand den 6. ja wirklich richtig, richtig gut und auch der 7. war wieder ganz, ganz toll. Im 7. fand ich es immer nur sehr merkwürdig. Die haben sich stets und ständig hingesetzt oder sich versteift, das weiß ich noch. Stets und ständig, sie versteifte sich neben ihm. Er versteifte sich neben ihr. Er führte sie zur Couch. Sie setzten sich auf die Couch. Sie setzten sich hin. Das ging in dem Buch gefühlt jede dritte Seite so und ich dachte mir nur so, what the f-? So wie nur am Rande, also es ist jetzt nichts Dramatisches, aber ich dachte mir nur so, warum setzen die sich stets und ständig hin? Warum versteifen die sich immer? Mein Gott, so schlimm ist das ja nun weiß Gott jetzt auch nicht. Aber egal, so ist es halt. Ansonsten, Charaktere waren richtig gut, die Handlung hat mir richtig gut gefallen. Ich mochte das Setting, es spielt ja wieder in Miami und ja, eine ganz, ganz tolle Geschichte für zwischendurch. Ich empfehle euch diese Reihe ja immer wieder und ich finde sie ganz, ganz toll. Es sind ganz, ganz süße, erotische Liebesgeschichten und ja, I like. Das 4. Buch, was ich im Januar gelesen habe, war dieses hier, Maskierte Weihnachten von Regina Meißner. Dieses Buch habe ich mir bei einer Nikolaus-Aktion oder so günstig für 99 Cent mitgekauft und habe es jetzt im Januar mitgelesen und ich muss sagen, ich fand das Buch an und für sich wirklich richtig süß und ganz, ganz niedlich und man kann es jetzt auch gut in der Nachweihnachtszeit noch mitlesen. Bietet sich natürlich aber an, es als Weihnachtskalender zu lesen, das 24 Kapitel hat. Und ja, was soll ich sagen, die Geschichte an und für sich hat mir richtig gut gefallen, aber die Handlungsweisen von dem Typen in dem Buch waren sehr, sehr zwielichtig. Und ich hätte an der einen oder anderen Stelle nicht so reagiert, wie die Protagonistin reagiert hätte. Ich erzähle euch jetzt aber erstmal ganz kurz den Inhalt dieser Geschichte. Und zwar geht es in Maskierte Weihnachten um Amber. Und Amber ist so der typische Stubenhocker. Sie ist ein Mädchen, was lieber Bücher liest und lernt, als auf Partys zu gehen. Also sie ist ein sehr verschlossener Mensch eigentlich auch. Und ja, wird dann aber von ihrer Mitbewohnerin und Freundin überredet, auf eine Weihnachtsfeier zu gehen am Nikolaustag. Und ja, lässt sich dann halt mit zu dieser Weihnachtsfeier schleifen. Das ist eine, wie heißt es schon, Kostümfeier, wo man sich verkleidet und so. Und Amber trifft dort auf einen maskierten Prinzen. Und die beiden verstehen sich auf Anhieb total gut. Und Amber ist sofort fasziniert von diesem Typen. Und ja, dann kommen die beiden sich auch näher und dann verschwindet der Prinz wieder. Und Amber versucht ihn zu finden, was ihr aber leider nicht gelingt. Und ja, plötzlich bekommt sie Hinweise. Denn der Prinz hat sie anscheinend wiedergefunden und möchte sie näher kennenlernen. Und so verfolgt Amber diese Spuren, die der Prinz ihr hinterlässt und versucht halt rauszufinden, wer er ist. Und das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch geht. Und ich muss sagen, wie gesagt, von der Handlung her fand ich es teilweise ein bisschen merkwürdig, was der Typ da alles veranstaltet hat. Also wie gesagt, ich hätte ein bisschen Schiss gekriegt, aber naja gut, Amber hatte halt ganz cool und locker reagiert. Und ich muss sagen, dass die Auflösung am Ende, wer denn der Prinz eigentlich ist, ich so nicht gerechnet hätte. Ich aber auch mich dann gefragt habe, hä? Aber das hieß doch so und so und so und so. Also da waren für mich am Ende so zwei, drei Fragen offen zu dem Ganzen, was ich jetzt aber nicht schlimm fand. Also es ist im Großen und Ganzen ist Maskierte Weihnachten wirklich eine richtig süße, niedliche Geschichte, die man wunderbar um die Weihnachtszeit oder halt auch im Winter lesen kann. Es ist eine süße Liebesgeschichte, wie sich zwei Menschen finden und so eine Schnipseljagd quasi veranstalten, um einander näher zu kommen. Und der Prinz hat halt auch seine Gründe, warum er das veranstaltet und warum er das macht. Denn ja, er hat halt seine Gründe. Das möchte ich jetzt nicht näher erörtern, sonst spoilere ich euch und das möchte ich nicht. Und ja, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, war Maskierte Weihnachten wirklich eine niedliche, süße Geschichte, die man so mit zwischendurch mal mitlesen kann. Ich mochte sie im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr gern, bis auf diese zwei, drei komischen Sachen, die da gewesen sind. Nach Maskierte Weihnachten habe ich dann Band 4, 5 und 6 der Fuchsgeschichte Test gelesen. Also, jetzt muss ich nochmal kurz abspicken.
Fuchsgott, Fuchszauber und Fuchsbann. Ich merke mir diese Reihenbezeichnung immer nicht. Das ist für mich immer die Fuchsgeschichte, Band 1, 2, 3, hast du nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall habe ich diese 4 Bücher danach Test gelesen. Und ich muss sagen, ich liebe die Fuchsgeschichte von Niki Einfach. Es ist eine richtig schöne Jugend-Fantasy-Geschichte und ich mag sie total, gerade weil es nicht so eine typische High-Fantasy-Welt ist, in der das spielt, sondern so ein bisschen meine Abwechslung auch mit sich bringt. Und ja, ich mag die Fuchsgeschichte um Mai Kaila und ihren Fuchsgeist Reinicke, der ja in ihr wohnt, total gerne. Und wer die Fuchsgeschichte noch nicht kennt, sollte sie sich auf jeden Fall mit angucken. Ich kann zum 4., 5. und 6. Teil noch nichts sagen, da diese Bücher ja auch noch nicht veröffentlicht wurden und ich hier absolut nichts spoilern möchte und nicht zu viel verraten möchte. Aber wie gesagt, danach habe ich diese 3 Teile im Januar gelesen. Und ich kann euch die Fuchsgeschichte von Niki wirklich nur empfehlen, denn das ist wirklich eine richtig schöne, süße Geschichte. Und ein Buch umfasst immer nur kurze 50, 60 Seiten. Deswegen kann man die gut so für zwischendurch mitlesen. Im ersten Teil ist es so, dass wir Mai Kaila kennenlernen. Und Mai Kaila ist eine Tori, denn sie trägt einen Fuchsgeist in sich. Und Toris sind Wächter des Clans quasi. Und sie soll für ihre Zwillingsschwester Sisandra quasi die Wächterin werden. Und ihre Schwester Sisandra ist die Aurora des Clans, denn sie trägt einen Fuchsgott in sich. Und das macht die beiden natürlich zu etwas ganz, ganz Besonderem. Und ja, dann tun sich natürlich den beiden ziemlich viele Gefahren in den Weg stellen, die sie bewältigen müssen. Und so nimmt die Geschichte halt ihren Lauf. Ich möchte absolut nicht zu viel verraten, denn auch im ersten Teil passiert nicht so ultra viel von der Handlung her. Das kommt dann erst ab dem zweiten Teil. Und deswegen, nur so für euch zur Info, ich habe Band 4, 5 und 6 der Fuchsgeschichte gelesen und ich fand sie richtig gut. Ich mochte sie total. Ich mag Mai Kaila als Protagonistin immer noch total gern. Und ja, Sisandra, naja, Sisandra ist halt Sisandra, was will man da sagen? Und ansonsten alle anderen Charaktere, I like. Und ja, freut euch da auf jeden Fall drauf, wenn ihr die Bücher bisher schon gelesen habt. Geht ja dann im, ich glaube, März, April, Mai mit der Fuchsgeschichte. Dann habe ich noch von Niki Test gelesen, den 3. Teil von Noel und Noel. Und dieses Buch erscheint jetzt am 20. Februar. Und ja, auch dieses Buch hat mir richtig gut gefallen. Ich kann euch auch hier zum Inhalt nicht wirklich viel sagen, außer dass wir unsere 2 Noels auf ihre Reise in dieser Fantasy-Welt quasi begleiten. Die beiden haben sich ja getrennt und befinden sich aktuell an 2 komplett unterschiedlichen Orten mit 2 komplett unterschiedlichen Ansichten. Und ja, die beiden müssen versuchen, irgendwie zueinander zu finden, um ihre Welt zu retten. Und was den beiden da alles so widerfährt, das ist das, worum es im 3. Teil geht. Denn hier müssen sich die beiden einem ganz, ganz großen Problem stellen. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht, falls ihr die Geschichte gelesen habt. Ich mag sie total gern. Und also man merkt, dass da vom 1. zum 3. Teil schon ein großer Sprung ist in der Geschichte, jetzt, was die Charaktere betrifft und was die ganze Welt und das alles drumherum betrifft. I like! Nachdem ich dann mit den Büchern von Niki fertig war, habe ich mich dann an dieses Buch hier gesetzt. Und zwar Angel Fall, Tage der Dunkelheit von Susan E. Das ist ja der 2. Teil der Angel Fall-Reihe und ich feiere dieses Buch total. Ich habe letztens mit, ich glaube, Bea hat mir das unter meinem Video kommentiert. Sie hat halt gemeint, dass die Handlung ähnlich der vom 1. ist. Und ja, das stimmt, wenn man sich das Ganze so betrachtet, ist die Handlung ähnlich dem vom 1. Teil, was ich aber beim Lesen persönlich gar nicht gemerkt habe. Also, ich war so in der Geschichte drin und ich habe diese Geschichte so gefeiert, dass ich das gar nicht mitgekriegt habe. Also, mich hat das jetzt auch nicht gestört, dann ist das halt einfach so, dass die Handlung sich da ähnelt und ja, ich mochte sie trotzdem total gern und mir schläft schon wieder das Bein ein. Verdammt, was ist denn heute nur los? Scheiße. Oh, ich muss mich, glaube ich, mal kurz hinstellen. Oh, jetzt knackt mir noch die Hüfte. Mann, jetzt seht ihr mal, dass ich Jogginghose trage. Ich Bein schläft immer noch, aber ich hoffe jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Zum Inhalt vom 2. Teil muss ich euch kurz 2 Sätze spoilern, sonst kann ich euch zum Inhalt nicht sagen, da dieser 2. Teil ja direkt an den 1. Teil anknüpft. Nachdem Penwyn ihre Schwester wiedergefunden und vom Engel Raffe getrennt wurde, muss sie sich jetzt erstmal wieder neu sortieren und finden und ist jetzt mit ihrer Familie erstmal in so einer Flüchtlingsunterkunft untergekommen und dann passieren dort viele Sachen und ja, mehr kann ich euch nicht erzählen, sonst werde ich euch spoilern und das möchte ich nicht. Ich kann nur sagen, dass das Ende echt extrem gut ist und ich fand das Ende so ultra gut, das hat mich so überrascht. Ich habe dann der Sina geschrieben, irgendwann zwischendurch, ja, ach komm, das geht bestimmt so und so aus und dann wird das so im 3. Teil dann anfangen und Sina nur so, lief einfach mal weiter und dann dachte ich so, oh mein Gott, das ist ganz anders als gedacht. Also die Geschichte hält auf jeden Fall einige Wendungen noch bereit und der 2. Teil ist wie der 1. so ein bisschen brutal, also gerade diese eine Szene, wo ich dachte so, oh mein Gott, was tut die da? Oh Gott, das war echt krass. Also diese eine Szene war echt richtig krass. Wer dieses Buch gelesen hat, ihr wisst wahrscheinlich, was für eine Szene. Ich meine so zum Ende hin, wo die dann alle
ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ich fand diese Szene echt extrem heftig, aber ich fand sie für das Buch an für sich, für die Handlung schon sehr, sehr cool. Und ja, ich meine, ich lese auch gerne Zombie-Bücher und ich gucke auch gerne Zombie-Serien und sowas, deswegen stört mich sowas nicht, wenn es da mal ein bisschen brutal auch zur Sache geht. Aber ja, es ist halt erstmal so im ersten Moment so ein, oh mein Gott, was machen die da? Aber ja, I like it und ich liebe die Handlung, ich liebe die Charaktere, ich liebe das Setting. Es ist einfach für mich eine rundum perfekte Geschichte und dafür, dass das ein zweiter Teil ist, merkt man es überhaupt nicht. Also es ist einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich kann euch Angel Fall, den ersten wie auch den zweiten Teil, wirklich nur empfehlen. Wenn ihr auf der Suche nach einer richtig guten Geschichte seid, mit einer ultra guten Handlung, mit einer ganz, ganz tollen Protagonistin, die sich nichts sagen lässt und die so eine kleine Kick-Ass-Braut ist, dann schaut euch Angel Fall den ersten Nacht ohne Morgen und auch den zweiten Tage der Dunkelheit auf jeden Fall an. Und ich freue mich, dass der Verlag inzwischen bestätigt hat, dass der dritte Teil definitiv rauskommen wird. Es steht noch nicht fest, ob dieses oder nächstes Jahr ist, aber der dritte Teil kommt und da freue ich mich so unglaublich doll. Wuhuhu! I'm so happy! Ja, ich werde den dritten Teil auf jeden Fall lesen. Ich liebe diese Geschichte und ich bin gespannt, wie das Ganze am Ende ausgeht. Und wenn ihr Bock auf ein gutes Buch habt, dann lest Angel Fall. Es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Nachdem ich Angel Fall gelesen habe, habe ich dann den zweiten Teil einer Dialogie gelesen und zwar Nachtfalter, entfesselte Liebe. Das ist der zweite Teil der Nachtfalterreihe. Da hatte ich ja im Dezember den ersten Teil gelesen, Hauchzartes Band heißt der. Und ja, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich das Buch auch wieder zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und ich muss sagen, dass mir der zweite Teil sogar noch ein Stück weit besser gefallen hat als der erste, was die Handlung im Großen und Ganzen betrifft. Hier waren zwar so zwei, drei Sachen drin, die mich ein bisschen gestört haben, was jetzt die Handlung an und für sich betrifft, was die Protagonistin betrifft. Das habe ich Everly aber auch so gesagt. Und wenn ihr das wissen wollt, dann schaut einfach in die letzten zwei Videos dazu rein. Da gehe ich da nochmal näher drauf ein. Aber ansonsten im Großen und Ganzen fand ich, es war nur eine schöne, runde Geschichte. Es geht ja in diesem Buch um Everly und Everly wird ja im ersten Teil entführt und verschleppt und erfährt dann, dass sie kein ganz normaler Mensch ist, sondern dass sie eine bestimmte ist und ein ganz, ganz bestimmtes Schicksal ihr vorausgegeben wurde. Und ja, dieses Schicksal, mit dem hadert Everly noch und kann sich damit nicht so abfinden. Und im zweiten Teil geht es halt dann darum, dass sie endlich gucken muss, dass sie ihr Leben akzeptiert, so wie es ist. Und ja, dass sie auch die ganze Menschheit retten muss quasi. Und dann gibt es dort noch zwei super heiße Typen, nämlich Creston und Devin. Und ja, die buhlen um ihr Herz und für wen sie sich am Ende entscheidet und wie das Ganze am Ende ausgeht. Das ist es, worum es im zweiten Teil geht. Ich kann auch hier zum Inhalt nicht wirklich weiter was sagen, aber es ist eine wirklich mal andere Geschichte. Also es ist eine Geschichte, die in unserer Welt spielt mit so ein bisschen Magie. Also wir kommen ja ganz ohne irgendwelche Fabelwesen aus. Also es gibt keine Vampire, Werwolf oder irgendwelches anderes. Sondern es geht einfach darum, dass es in der Welt einfach noch ein bisschen Magie gibt und die ihren Zweck erfüllt. Und ja, Everly da so im Zentrum dessen steht und ja. Ich mag die Geschichte total gern und kann euch den zweiten Teil Nachtfalter, entfesselte Liebe auch wirklich nur empfehlen. Ich mochte die Charaktere, ich mochte die Handlung, ich mochte das Setting. Hat mir alles richtig gut gefallen und wenn ihr Lust auf eine richtig schöne Liebesgeschichte habt mit einem ganz, ganz interessanten Liebesdreieck, dann schaut euch Nachtfalter von Everly Sheehan auf jeden Fall mal mit an. Als nächstes habe ich dann endlich mal noch den ersten Teil der Dare to Love-Reihe gelesen von Carly Phillips. Das ist Wer nicht wagt, der liebt nicht. Ich habe ja die ganzen Bücher alle über den Verlag bekommen, ab Band Nummer 2. Den ersten gab es damals nicht mehr über den Verlag. Deswegen habe ich ihn mir zum Geburtstag mitgewünscht und ja, habe ihn jetzt endlich mitgelesen. Und was soll ich sagen? Ich fand den ersten Teil richtig, richtig, richtig gut. Es ist ein ganz, ganz toller erster Teil für diese Reihe und ich mochte die Charaktere, ich mochte das Setting, ich mochte die Handlung. Den Schreibstil mag ich ja sowieso von Carly Phillips. Aber ich kann nur sagen, der erste Teil war richtig gut. Im ersten Teil geht es ja um Riley und Ian. Und Riley ist die beste Freundin von Alex, der ja der Halbbruder von Ian ist. Und deswegen ist Riley eigentlich für Ian tabu, denn die beiden können sich nicht ab. Also Alex und Ian. Und ja, die beiden lernen sich dann aber auf einer Benefizveranstaltung kennen und fühlen sich natürlich sofort zueinander hingezogen. Und dann gibt es diese bestimmte Chemie zwischen den beiden. Und sie verstehen sich auch auf Anhieb total gut und ja, Ian versucht sich dann aber trotzdem erstmal von Riley fernzuhalten und als Riley Ians Hilfe braucht, tut er sie ignorieren und ja, daraufhin hat Riley ganz schön die Arschkarte und ja, passieren halt Konsequenzen draus dessen und als Ian dann davon erfährt, tut ihm das unheimlich leid und versucht
Und er versucht dann Riley zu helfen und dadurch kommen die beiden sich dann natürlich wieder näher. Und ob die beiden es am Ende schaffen, zueinander zu finden und mit den ganzen Situationen und ihrer Vergangenheit klarzukommen, das ist, worum es im ersten Teil geht. Wie gesagt, ich fand den ersten Teil richtig, richtig gut. Ich mochte die Charaktere und alles drumherum. I like, I love. Und ja, der erste Teil hat mir auch, wie gesagt, richtig, richtig gut gefallen. Zwei Teile kommen dann ja jetzt noch, einer im März und einer im Mai. Und dann ist diese Reihe auch beendet. Ich finde, 9 Teile für eine Reihe ist schon echt heftig. Also da braucht man echt Durchhaltevermögen. Aber I like. Dann habe ich noch eine weitere Fortsetzung im Januar gelesen. Und zwar Eis wie Feuer von Sarah Rash. Das ist ja der zweite Teil zu Schnee wie Asche. Das ist jetzt schon ungefähr 1,5 Jahre her, dass der erste Teil rausgekommen ist. Und ich muss sagen, ich finde auch das Cover vom zweiten Teil wieder ultra cool. Also ich mochte ja das Cover vom ersten Teil schon total. Ich kann es euch ja nochmal in die Kamera halten. Da, so. I like. Ich finde das ganz, ganz toll hier mit diesem Symbol vorne drauf und allem drum und dran. Ja, ich mag die Cover total auch. Wie gesagt, das vom ersten hat mir richtig gut gefallen. Und ja, kommen wir mal zum Buch. Ich muss auch hier ganz kurz ein bisschen spoilern, um euch das zu erklären, sonst geht es nicht. Der zweite Teil beginnt 3 Monate nach dem ersten Teil. Am Ende vom ersten Teil haben es Myra und ihre Freunde ja geschafft, ihr Königreich Winter zurückzuerobern und den großen Feind Angra zu besiegen. Und ja, die müssen jetzt alle erstmal wieder mit sich zurechtkommen, zurück nach Hause kommen und versuchen in dieser Welt irgendwie ihren Platz wieder zu finden. Und am Ende vom ersten Teil hat sich auch noch rausgestellt, dass Myra nicht einfach nur eine einfache Kriegerin Winters ist, sondern die Königin des Volkes. Und Myra kommt mit ihrer Rolle nicht zurecht und auch ihr bester Freund Martha hat sich zurückgezogen und alle versuchen erstmal, wie gesagt, ihren Platz wieder zu finden in dieser Welt. Und dann ist es ja so, dass Myra natürlich auf Hilfe angewiesen war von dem Königreich Cordell, dessen Thronerben Theron sie auch kurzzeitig mal heiraten sollte. Diese Verlobung ist aber wieder gelöst worden und Theron mag Myra aber trotzdem noch und würde sie trotzdem gerne heiraten, aber Myra weiß gerade gar nicht, was bei ihr eigentlich los ist und was sie empfinden soll. Und dann geht es immer noch darum, den Magieschlund zu finden und zu verhindern, dass der wieder geöffnet wird und die Magie in die Welt hinausgelassen wird. Denn Myra befürchtet, dass das ganz, ganz großen Schaden anrichten könnte. Und dann ist ja auch die Frage immer noch, wie geht es jetzt weiter? Und wie baut man Winter am besten wieder auf? Mit wem knüpft man, mit wem verbündet man sich? Wer ist der Feind? Und ja, es ist einfach sehr, sehr viel, was im zweiten Teil einfach zusammenkommt. Also im Großen und Ganzen geht es im zweiten Teil ja einfach nur darum, dass der Magieschlund gefunden wird und Myra versucht, diesen geschlossen zu halten. Also, dass er nicht geöffnet wird und muss dadurch bestimmte Sachen an sich nehmen und finden. Und ja, dadurch begibt sie sich auf eine Reise durch alle Länder und ja, es ist sehr, sehr viel, was im zweiten Teil einfach passiert. Ich kann euch das alles gar nicht so genau erklären und sagen. Am Ende vom zweiten Teil passiert auf jeden Fall nochmal ein großer Plot-Twist, den man aber im Vorfeld so ein bisschen kommen sieht, leider. Also der war dann wenig überraschend, weil es war dann irgendwie klar, dass das passiert. Und das hat mir so am Ende ein bisschen die Spannung rausgenommen. Aber ich freue mich trotzdem jetzt auf den dritten Teil und bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Wie gesagt, vom Setting her, die Welt ist einfach unheimlich groß. Ich kann euch auch hier nochmal die Karte von der Welt zeigen, von Primora. Also die habe ich auch das ein und andere Mal benutzt, um zu gucken, wo sind die denn jetzt gerade eigentlich? Und ja, ansonsten, Setting ist wirklich toll, auch wenn es eine riesige Welt ist. Charaktere, ich kam teilweise mit den Handlungsweisen der Charaktere nicht so zurecht, aber im Großen und Ganzen fand ich auch die Entwicklung, die die Charaktere so an für sich durchgemacht haben, richtig gut. Ich mochte die Handlung auch, wenn sie, wie gesagt, sehr vorhersehbar war stellenweise und bin gespannt, wie das Ganze am Ende ausgeht. Ich mochte den zweiten Teil Eis wie Feuer auf jeden Fall und wenn ihr Bock auf eine coole High-Fantasy-Geschichte habt, wo jetzt die Liebesgeschichte nicht zum Vordergrund steht, sondern eher das Drum und Dran, dann schaut euch Schnee wie Asche und Eis wie Feuer von Sarah Rash auf jeden Fall mal mit an. 3 Bücher habe ich noch für euch und zwar machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Dieses Buch war auch ein Monats-Highlight für mich und zwar Diabolik vom Zorn geküsst von S.J. Kincaid. Dieses Buch, I like, I love, ich finde es ganz, ganz toll. Die Handlung ist gut, die Charakterentwicklung, oh mein Gott, die ist so ultra gut. Die Schreibweise ist einfach der Hammer, die hat mir richtig gut gefallen und auch das Setting ist mega. Also ich finde die ganze Geschichte rundum perfekt und ich finde, sie könnte auch als Einzelband stehen bleiben. Ich habe gesehen, das gibt eine Fortsetzung definitiv. Wie die dann aussieht, keine Ahnung, weil wie gesagt, die Geschichte in sich ist eigentlich abgeschlossen.
abwarten, Tee trinken. Es geht in diesem Buch aber auf jeden Fall erstmal um Nemesis. Und Nemesis ist eine Diabolik. Das heißt, sie ist ein künstlich geschaffenes Wesen. Und Diaboliks werden auf einen Menschen geprägt. Also auf denjenigen, der sie kauft meistens. Und Nemesis wird auf Sidonia geprägt. Sie ist die Tochter einer Senatorin und sie ist ein kleines, zartes Wesen. Und Nemesis soll sie halt beschützen. Und eines Tages ist es so, dass Sidonia an den kaiserlichen Hof zitiert wird, um dort zu leben, weil ihr Vater etwas gemacht hat, was er nicht hätte tun sollen. Und die Mutter ist damit nicht so wirklich einverstanden, Sidonia diesen quasi bösartigen Menschen zu überlassen, und so soll Nemesis ihre Stelle einnehmen und an den kaiserlichen Hof gehen. Das macht sie dann auch und lernt dort, das macht Nemesis dann natürlich auch, denn sie würde für Sidonias Sicherheit alles tun, und lernt dann dort den Kaiser kennen und das ganze Gefolge und versucht dort irgendwie zurechtzukommen und lernt dann auch Tyrus kennen, den wahnsinnigen Neffen des Kaisers und den Thronfolger. Und ja, mehr kann ich zum Inhalt eigentlich auch gar nicht verraten, und ich kann euch auch gar nicht verraten, was eigentlich hier noch in der Geschichte alles passiert, denn das ist einfach so unglaublich viel. Aber im Großen und Ganzen geht es halt einfach darum, dass Nemesis versucht, Sidonia zu retten und alles dafür tun würde, dass es ihr gut geht und dass sie in Sicherheit ist. Die Geschichte von der Handlung her nimmt dann so viele Wendungen. Die Geschichte hat dann noch so viele Wendungen in sich, und es passiert so unglaublich viel, das ist der Oberhammer. Und auch die Charakterentwicklung, also die Entwicklung, die Nemesis in diesem Buch macht, ist Wahnsinn. Also es ist ganz, ganz toll zu sehen, wie die Protagonistin sich in diesem Buch entwickelt, wie sie Selbstzweifel hat und dann doch wieder denkt, nein, das kann ich nicht machen und so bin ich nicht, und wieder einen Schritt zurückgeht und es einfach nicht akzeptieren kann, wie sie halt wirklich ist. Und ja, ich fand das ganz, ganz toll zu lesen, und ich konnte mich da ganz, ganz gut in die Protagonistin hineinversetzen, und auch die Nebencharaktere wie Tyrus und Sidonia und der Senator und der Kaiser, die haben alle komplett ihre Rollen gespielt. Also man konnte sich echt gut in die Charaktere, ob sie jetzt gute oder böse waren, richtig gut hineinversetzen, und man konnte das Ganze auch nachvollziehen. Also mir ging es so, ich konnte die Art und Weise, wie jeder Charakter war, ich konnte das verstehen, ich konnte es nachvollziehen, und ja, das hat dieses Buch auch für mich so richtig perfekt gemacht, weil die Charaktere einfach für mich wirklich richtig gut ausgearbeitet waren, die haben eine Entwicklung durchgemacht, und ja, I like. Wie gesagt, Handlung ist richtig gut, dieses Buch trifft vor Wendungen und Intrigen und Plot-Twists, und am Ende ist alles anders als gedacht, und ja, ganz toll. Tolle Charaktere, tolle Handlung, tolles Setting. Ich hatte mit dem Setting so meine Probleme am Anfang, da es ja hier eine Science-Fiction-Geschichte ist, und diese Welt muss man sich am Kopf erstmal zurechtbauen. Also es ist ja nicht wie bei einer High-Fantasy-Geschichte, wo man in etwa weiß, wie so eine Welt aussehen sollte, sondern es ist ja Science-Fiction, und diese Welt besteht wirklich nur aus Raumschiffen und künstlich erschaffenen Planeten, und dann gibt es natürlich noch normale Planeten, die aber nicht die Erde sind, sondern auch wieder anders aussehen. Und dadurch hatte ich am Anfang mit dem Worldbuilding so ein bisschen meine Schwierigkeiten, aber als ich dann die Welt so für mich im Kopf gebaut hatte, ging das auch ganz, ganz gut, und da konnte ich mich auch richtig gut in die Geschichte fallen lassen, und ja, es ist einfach eine wahnsinnig gute Geschichte, und die Geschichte war für mich rundum perfekt, und die kriegt von mir 5 Sterne plus, und ja, I like. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen, wenn ihr Lust auf eine ganz, ganz tolle Science-Fiction-Geschichte habt, mit ein bisschen Liebe, die aber nicht im Vordergrund steht, die Liebesgeschichte hier, das muss ich dazu sagen, und mit vielen Wendungen und Intrigen, dann schaut euch Diabolik auf jeden Fall an, sonst habt ihr echt was verpasst. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen, es ist eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte. I like it, I love it, und ich freue mich jetzt auch auf den zweiten Teil, auch wie gesagt, wenn ich finde, dass die Geschichte in sich so komplett eigentlich abgeschlossen ist und dass sie eigentlich auch ein richtig tolles Ende hat, aber ich bin gespannt, wie es dann weitergeht und wie die Autorin dann die Geschichte ansetzt im zweiten Teil. Schauen wir mal und lassen uns mal überraschen. I like it, I love it, und ja, lest dieses Buch, es ist so gut, es ist so toll. Das vorletzte Buch, was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier, Trust Again von Mona Kasten. Das ist der zweite Teil der Again-Reihe, und ich fand ja den ersten Teil nicht so dem Hype gerecht. Ich fand den ersten Teil zu übertrieben, zu kindisch, zu viel von allem einfach. Es war einfach zu viel von allem, zu viele Stereotypen, zu viel Kitsch, zu viel Klischee, zu viel. Der Schreibstil, der war mir einfach, wie gesagt, zu kindisch. Und ja, es hat mir trotzdem, trotz allem hat mir das Buch schon gefallen, aber es war halt einfach zu viel von allem. Und ich finde, man merkt hier im zweiten Teil, dass die Autorin schon echt eine Entwicklung gemacht hat und einen großen Sprung nach vorne gemacht hat. Dieses Buch ist natürlich immer noch kitschig und klischeehaft, aber es ist nicht mehr zu viel. Es ist nicht mehr so übertrieben und so überzogen wie im ersten Teil, sondern es ist schon
glaubwürdiger, definitiv. Und ich mochte auch die Charaktere richtig gern. Ich mochte den Schreibstil, der war auf jeden Fall schon um einiges besser als im ersten Buch. Und ich mochte auch die Handlung an und für sich. Die war für mich auch einfach glaubwürdiger und realistischer auch dargestellt, als wie die im ersten Teil. Wie gesagt, das war einfach zu viel im ersten Teil. Es war einfach zu viel des Guten. Und ja, in diesem Buch geht es ja um Spencer und Dawn. Und Spencer und Dawn lernt man im ersten Teil schon kennen, denn die sind die besten Freunde von Ellie und Caden. Und Spencer hat schon immer versucht, Dawn zu einem Date zu überreden. Die hat das aber alles immer abgelehnt, weil sie den Männern auch abgeschworen hat und sich auf kein Date mehr einlassen möchte und von Männern einfach die Schnauze voll hat aufgrund der Sachen, die in ihrer Vergangenheit passiert sind. Und Spencer gibt aber nicht auf und lässt sich davon nicht abhalten und einschüchtern, denn die beiden sind ja auch im Prinzip miteinander befreundet. Und eines Tages ist es dann so, dass Spencer in eine Situation kommt, wo er Dawns Hilfe braucht und sie merkt dann, dass er doch ein ganz, ganz anderer Mensch auch sein kann, als wie sie ihn bisher mal kennengelernt hat. Und dass auch er seine Geheimnisse hat. Und so kommen die beiden sich dann Schritt für Schritt näher und ob die beiden es schaffen, am Ende eine Beziehung zueinander aufzubauen und ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen, das ist es, worum es im zweiten Teil geht. Und ja, ich muss sagen, ich mochte den zweiten Teil wirklich total. Es war viel realistischer dargestellt. Wie gesagt, immer noch kitschig und klischeehaft, aber nicht mehr so schlimm wie der erste. Und ja, ich mochte den Schreibstil, ich mochte die Charaktere, ich mochte das Setting. Das fand ich auch im ersten Teil schon gut. Und ja, ich kann euch dieses Buch wirklich empfehlen, wenn ihr Lust auf eine nur Adult-Geschichte habt, auf eine schöne, kitschige Liebesgeschichte habt, dann schaut euch dieses Buch auf jeden Fall an. Wenn ihr aber lieber Bücher lest mit so ein bisschen mehr Tiefgang und ein bisschen mehr Hintergrund und allem drum und dran, dann würde ich euch eher abraten, dass wirklich so eine richtig schöne, klassische, kitschige Adult-Geschichte ist. Damit wären wir beim letzten Buch und dieses Buch habe ich am 31. Januar noch beendet und zwar Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Ich bin endlich fertig mit Harry Potter. Uhuhu. Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin. Ich habe dieses Buch echt zum Ende hin, ich habe es gehasst. Ich habe nur gedacht, ich will es nicht mehr lesen. Es war einfach, ach, ich weiß nicht, Harry Potter, ich bin kein Potterhead. Harry Potter ist einfach nicht mein Fall. Ich bin einfach zu alt für diese Geschichte. Ich habe es immer wieder gemerkt. Der sechste Teil, wie gesagt, den fand ich ja eigentlich echt richtig gut. Ist auch mein liebster Teil von dieser ganzen Reihe. Aber der siebte hat sich wieder teilweise so gezogen und diese ganzen elendlangen Dialoge, ehe dann da irgendwas passiert. Und ach, es war schon wirklich wieder sehr, sehr anstrengend, das Buch zu lesen. Aber ich habe es jetzt hinter mich gebracht. Ich kann jetzt sagen, in meinem Leben, ich habe einmal Harry Potter gelesen und es ist vorbei. Und ja, wie gesagt, ich fand den siebten Teil halt wieder sehr, sehr langatmig und stellenweise sehr gezogen. Und ich kenne ja die Filme, also im Prinzip wusste ich ja, wie das Ganze am Ende ausgeht. Deswegen war es jetzt keine große Überraschung für mich. Aber ich finde, so als Kinder-Jugendbuch ist es wirklich eine schöne Geschichte, aber ich bin halt einfach zu alt dafür. Und ja, deswegen hat es mich teilweise auch sehr genervt, weil es einfach sehr langatmig war. Und ich finde, ich muss ehrlich sagen, dass J.K. Rowling für mich keine schönen Szenen schreibt. Also auch die Tode von Dumbledore oder gerade von Dobby, was ja wirklich auch eine sehr emotionale Sache ist. Ich finde den Tod von Dobby ganz, ganz schrecklich und das hat mich auch im Film damals schon sehr, sehr mitgenommen. Aber ich finde, das ist in diesem Buch einfach nicht schön geschrieben. Auch der Tod von Hedwig. Ich habe dann Annika gefragt, ich sage, ist die Eule jetzt tot? Ich habe das jetzt gerade gar nicht so mitgekriegt. Der trauert auch nicht so wirklich um seine Eule. Ja, die ist jetzt halt tot, ist dumm gelaufen. Tut mir jetzt auch sehr, sehr leid, dass die Eule tot ist. Aber diese emotionale Ebene, das schafft J.K. Rowling nicht für mich, die zu schaffen. Also emotional hat die Frau mich überhaupt nicht abgeholt. Und gerade bei solchen Sachen, wenn Leute sterben, die einen durch die ganze Reihe begleitet haben, wie halt Dumbledore oder Dobby oder diese Eule. Ich finde die Eule wirklich, die Eule ist einfach eine wichtige Figur in diesem Buch. Und dann, ja, zack, bumm, ist sie halt getroffen und tot. Und das wird dann so abgetan. Das fand ich nicht cool. Und ja, da hat J.K. Rowling auf jeden Fall für mich nicht geschafft, emotionale Szenen zu schreiben. Das muss ich jetzt ehrlich sagen an dieser Stelle. Schlacht mich dafür, es tut mir leid. Aber wie gesagt, es ist eine Kinder- und Jugendgeschichte. Ich darf es nicht mit anderen Sachen vergleichen. Aber mein Fall ist Harry Potter nicht. Aber ich kann jetzt sagen, ich habe es in meinem Leben einmal gelesen und es ist vorbei. Und ich weiß, wie das Ganze ausgeht. Und ich kann es abhaken und das Thema ist für mich durch. Und ja, ich habe es hinter mich gebracht. Punkt. Und Teil 6 ist mein Lieblingsteil. Den fand ich am spannendsten, am coolsten, am interessantesten. Und ja, es ist vorbei. Das war mein Lesemonat vom Januar. Wenn ich jetzt alle Bücher, die Fuchsgeschichte, Noel, alles mit zusammenzähle, habe ich insgesamt 15 Bücher im Januar gelesen. Ja, ich habe im Januar nichts anderes gemacht, außer gelesen. Nur so zur Info. Also ich habe weder auf Filme geschaut noch irgendwas anderes. Ich habe aber jetzt seit kurzem Netflix und suchte seitdem Sherlock. Also
im Februar wird es wahrscheinlich nicht ganz so viel werden mit den Büchern, weil ich jetzt halt Netflix erstmal für mich entdeckt habe. Und falls ihr was von den Büchern schon gelesen habt, schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wie ihr die Bücher fandet, ob ihr der gleichen Meinung seid wie ich oder ob ihr das Ganze anders seht. Interessiert mich auf jeden Fall. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.